Wenn die meisten Leute hören, dass ich 14 Jahre lang Eiskunstlaufen gemacht habe, gehen sie davon aus, dass ich deswegen für den Rest meines Lebens fit und gesund bin. Das Gegenteil ist der Fall. Mit nur 17 Jahren war ich körperlich und mental kaputt. Ich habe zwar gelernt, wie ich meinen Körper zur Höchstleistung bringe und wie ich meine Grenzen ignoriere, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich mich wirklich entspanne und wie ich lerne und wie wichtig es ist, meine eigenen Grenzen zu respektieren. Und dazu kam noch, dass meine Hüfte völlig kaputt war. Also genau genommen war meine Hüfte noch nie wirklich heile, weil ich eine angeborene Fehlstellung hatte. Die habe ich heute nicht mehr, weil mir in 3 Operationen meine Hüfte komplett umgestellt wurde. Was blieb, waren Schmerzen, Krämpfe und das Gefühl, zu alt zu sein, um jemals wieder richtig fit zu werden. Kennst du das Gefühl, abends manchmal nicht einschlafen zu können? Bist du manchmal unkonzentriert oder sogar gereizt? Fühlt sich dein Körper an wie Blei? Bei permanentem Sauerstoffmangel ist das auch kein Wunder. Überleg mal, wie wichtig es ist, genug zu trinken, beziehungsweise wie schlapp du dich fühlst, wenn du nicht genug getrunken hast. Dabei ist es wichtig, dass man bewusst darauf achtet, wie viel man trinkt. Und wann hast du jetzt das letzte Mal bewusst darauf geachtet, genug zu atmen? Dass deine Atmung noch wichtiger ist, als genug zu trinken, siehst du an einem einfachen Vergleich. Ohne Wasser können wir ein paar Tage überleben, ohne Sauerstoff nur wenige Minuten. Mit jedem Jahr schwindet die Beweglichkeit. Uns plagen immer neue Schmerzen und ständiger Stress. Jede Stunde, die wir am Schreibtisch sitzen, wird unser Körper immer steifer. Die meisten glauben, was man einmal verloren hat, bekommt man nicht mehr zurück. Hätte ich auf diese Leute gehört, würde ich heute noch an Krücken laufen. Im Alter wird man immer steifer, deswegen wird der Bewegungsradius immer kleiner. Moment mal, ist es nicht andersrum? Ist wirklich das Alter die Ursache oder hat unser Verhalten doch mehr damit zu tun, als uns bewusst ist? Erinnern wir uns mal zurück, wie wir unseren Körper als Kinder benutzt haben. Wahrscheinlich bist du viel gerannt, hast draußen gespielt, hast auf dem Boden gesessen und vielleicht hast du dich sogar beim Ballett- oder Kunstturntraining regelmäßig gedehnt. Dein Körper durfte sich auf jeden Fall in alle möglichen Richtungen bewegen. Natürlich saßen wir auch als Kinder in der Schule viel zu lange, aber wenn du dich mal zurückerinnerst, war das auch damals schon nicht so gut für deinen Rücken. Zu viel Sitzen ist natürlich nicht toll, das ist aber altersunabhängig. Was einen viel größeren Einfluss hat, ist, was wir mit dem Rest der Zeit machen, wenn wir nicht am Schreibtisch sitzen müssen. Sich vom Bürostuhl aufs Sofa zu werfen, fühlt sich kurzfristig vielleicht gut an, macht aber langfristig alles nur noch schlimmer. Jetzt hat aber natürlich niemand Zeit, seine ganze Freizeit damit zu verbringen, durch den Garten zu pesen und auf Bäume zu klettern. Um deine alltäglichen Belastungen auszugleichen und deine Beweglichkeit zu erhalten, brauchst du aber gar nicht so viel Zeit, wie du denkst. Aber nur, wenn du weißt, was du tust und wenn du dich selbst gut kennst. Diese Probleme sind übrigens gar nicht so neu. Schon seit circa 3.500 Jahren denken Menschen darüber nach, wie man seinen Körper möglichst lange genießen kann und wie man mit Herausforderungen besser umgehen kann. Was dabei rausgekommen ist, nennen wir Yoga. Yoga bedeutet Einheit oder Verbindung. Genau das, wonach sich so viele Menschen sehnen, wer weiß, was unternehmen und unfassbar viel Geld ausgeben, um das zu bekommen, was eigentlich schon die ganze Zeit in ihnen steckte. Denn nur wenn wir unseren Körper und Geist die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen, können wir bis ins hohe Alter fit, gesund und zufrieden bleiben. Leider wird auf Social Media häufig der Eindruck erweckt, bei Yoga ging es darum, möglichst verrückte Verrenkungen zu machen. Was die meisten Menschen dabei aber verwechseln, ist, dass Gelenkigkeit keine Voraussetzung, sondern das Ergebnis von Yoga ist. Das ist aber noch lange nicht alles, was Yoga dir geben kann. Abgesehen von einer perfekten Mischung aus Übungen, die dich gleichzeitig stärker und gelenkiger machen, bringt Yoga eben nicht nur deinen Körper wieder in Balance. Das Hauptziel von Yoga ist, dich in einen Zustand von Harmonie zu bringen, in dem du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst und nicht mehr gelähmt von Schmerzen und Stress bist. In diesem Zustand wird alles, was uns vorher schwer gefallen ist, auf einmal mühelos. Deine verspannten Muskeln erschweren nicht mehr jede Bewegung und dein Nervensystem pumpt nicht mehr die ganze Zeit Stresshormone in deinen Körper. Zum Glück braucht man zum Atmen lernen weder viel Zeit noch viel Geld. Und im Gegensatz zum Spagatlernen kann ich dir garantieren, dass es klappen wird. Und alles, was du dafür brauchst, ist du selbst und ein bisschen Zeit. 5 Wochen, um genau zu sein. Tiefgreifende Veränderungen passieren nicht über Nacht. Aus Marketing-Sicht wäre das jetzt der Zeitpunkt, an dem ich dir die eine Übung zeige, die sofort alle deine Probleme löst. Diese magische Übung gibt es nicht. Jedenfalls habe ich sie in 28 Jahren Sportler und 17 Jahren Trainerkarriere noch nicht gefunden.
Was ich aber gefunden habe, war ein Weg, mein Leben in Harmonie zu leben. Ich bin durch die ganze Welt gereist, habe von über 100 verschiedenen Trainern in verschiedensten Disziplinen gelernt und von jedem von ihnen einen Teil von ihrem Wissen mitgenommen. Und dieses Wissen habe ich getestet. Zuerst an mir selbst. Denn so fit, beweglich und selbstbewusst wie jetzt war ich vor 10 Jahren noch überhaupt nicht. Vor genau 10 Jahren sah ich so und mein Leben noch ganz anders aus. Ich hatte damals nicht viel Hoffnung, aber mir war meine Bewegungsfreiheit so wichtig, dass ich wusste, dass ich es versuchen muss. Und dann kam Yoga völlig zufällig in mein Leben. Meine Freundin Caro hatte schon eine Weile Yoga auf YouTube gemacht und als sie zu Besuch war, habe ich einfach mal einen Flow mit ihr mitgemacht. Es gab genau 2 Sachen, an die ich mich jetzt noch erinnere. Erstens, wie doll meine Handgelenke wehtaten. Und zweitens, wie gut es meinem chronisch verspannten Körper trotzdem getan hat. Nach vielen YouTube-Yoga-Flows wurden die Schmerzen in meiner Hüfte langsam besser und meine Balance, die seit den Operationen die absolute Katastrophe war, stabilisierte sich langsam. Da die meisten YouTube-Yogis der Atmung nicht besonders viel Beachtung schenken, tat ich das damals auch nicht. Erst in meiner Yoga-Trainerausbildung in Thailand wurde mir das volle Potenzial von Yoga bewusst. Von Woche zu Woche spürte ich immer größere Veränderungen. Ich reagierte in Situationen, die mich vorher gestresst hätten, völlig gelassen. Abends im Bett liegen hat sich komplett anders angefühlt und sogar meine Beziehung zu Darius hat sich verbessert, weil ich nicht immer alles sofort auf mich bezogen habe. Obwohl ich dachte, ich wüsste alles über Stretching, habe ich da einen Weg gelernt, der effektiver, entspannter und sicherer ist als alles, was ich vorher kannte. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Yoga nicht nur ein gesundes Workout ist, sondern die Möglichkeit, mich besser kennenzulernen und eine nachhaltigere Art zu leben. Letztes Jahr bin ich an den Ort meiner Yogalehrerausbildung zurückgekehrt und habe fast das ganze Jahr lang die unterschiedlichsten Menschen unterrichtet. Von absoluten Anfängern zu erfahrenen Yogis, alle Altersstufen und Geschlechter. Einmal hatte ich sogar eine ganze Familie mit 2 Kindern in meinem Unterricht. Aber egal wie unterschiedlich die Schüler in meinem Unterricht waren, das Ergebnis war immer dasselbe. Einer meiner Lieblingsschüler war Emanuel. Ein 40-jähriger Schwede, der sich durch zu viel am Computer sitzen seinen Rücken komplett kaputt gemacht hat und dazu auch noch seine Hüfte komplett blockiert. Besonders im Yin-Yoga-Unterricht konnte ich dabei zusehen, wie sich sein Körper jedes Mal ein bisschen weiter geöffnet hat, wie sein Lächeln nach jedem Unterricht ein bisschen entspannter war und er hat mir auch jedes Mal erzählt, wie viel leichter und befreiter er sich jetzt fühlt. Und genau das kannst du jetzt auch erleben und das ohne nach Thailand reisen zu müssen. Seit 6 Jahren ist Yoga jetzt mein ständiger Begleiter, Ratgeber und Oase der Ruhe in einem ziemlich anspruchsvollen Leben. Ich habe mir viel Zeit gelassen, meinen ersten Online-Yoga-Kurs zu entwerfen, weil ich selbst erstmal jede Menge Wissen und Erfahrung sammeln wollte, um dir dieses wertvolle Wissen bestmöglich weitergeben zu können. Jetzt bin ich aber soweit und habe die besten Übungen, Tipps und Tricks für dich zusammengefasst und das Ergebnis ist Flow mit Freier. Flow mit Freier zeigt dir einen besseren Weg, mit deinem Körper und deinem Geist umzugehen. In 5 Wochen kannst du deinen Körper von Verspannungen befreien, deinen Geist wieder zur Ruhe kommen lassen und wieder neue Kraft schöpfen. Ich wollte dir aber nicht einfach irgendwelche Workouts geben, sondern ein tieferes Verständnis für dich, dein Leben und der Welt, in der du lebst. Denn genau das fehlt uns allen. Dabei gibt es ein Konzept, was uns hilft, unser Leben und unsere Welt besser zu verstehen. Und das gibt's auch schon ganz schön lange. Alles auf dieser Welt besteht aus und wird gesteuert durch Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Und in den nächsten 5 Wochen zeige ich dir, wie du die 5 Elemente nutzen kannst, um dich zu erden, deinem Leben mehr Flow und Leichtigkeit und Intensität zu geben und vor allem mehr Platz und Ruhe in deinem Körper und in deinem ganzen Leben. Klick jetzt auf den Button unter diesem Video und du kannst noch heute deine Reise durch die 5 Elemente beginnen. In der ersten Woche legen wir das Fundament, denn eins der Haupteigenschaften von Erde ist Stabilität. Ohne ein solides Fundament kommst du nicht weiter, egal was du machst. Deswegen nehmen wir uns zu Beginn des Kurses Zeit, uns die wichtigsten Yoga-Positionen und ihre Wirkung in Ruhe anzuschauen. Woche 2 steht im Zeichen des Wassers und es gibt fließendere Bewegungen, die dir wegen dem soliden Fundament, was wir in der ersten Woche gelegt haben, garantiert leichter fallen. Danach steigern wir die Intensität ein bisschen, denn in Woche 3 geht es um das Feuer, das neben Intensität auch für Transformation steht. In Woche 4 wird dann alles ein bisschen leichter, weil wir uns mit der Luft beschäftigen
und uns auch nochmal ganz besonders mit unserer Atmung auseinandersetzen. Die letzte Woche ist die absolut wichtigste, denn alle anderen Elemente brauchen das Element des Raums, um existieren zu können. Der Raum ist auch das Element, von dem die meisten Menschen in ihrem Körper und in ihrem Leben zu wenig haben. Und am Ende des Kurses wirst du erleben, wie heilsam echte Ruhe ist. Du bekommst also jede Woche einen dynamischen Vinyasa-Flow, der im Zeichen des jeweiligen Elements steht und sowohl deinen Körper als auch deine Koordination stärkt. Und dazu gibt es natürlich jede Woche auch einen neuen Yin-Flow, der dir Woche zu Woche mehr Beweglichkeit gibt und Stress abbaut. Für den Kurs brauchst du viermal pro Woche ca. 10 bis 30 Minuten, je nach Video. Die Reihenfolge der Videos ist vorgegeben, aber wann du die Videos machst, kannst du selbst entscheiden. Wie ich dir aber vorhin schon gesagt habe, wollte ich dir nicht einfach nur irgendwelche schönen Workouts geben, sondern wirklich ein tieferes Verständnis für Yoga, für dich und für die ganze Welt. Deswegen beginnen wir jede Woche mit einem Yoga-Talk, wo wir über die Eigenschaften des jeweiligen Elements sprechen und herausfinden, von welchem Element du mehr oder weniger in deinem Leben brauchst. Außerdem gibt es jede Woche ein Asana-Lab, wo wir uns die wichtigsten Yoga-Positionen ganz in Ruhe anschauen und ich dir zeige, wie du sie richtig ausführst und was sie in deinem Körper bewirken. So floats im Flow hinterher viel einfacher. Dieses Konzept der fünf Elemente war eins der wertvollsten Sachen, die ich in meinem Jahr in Thailand gelernt habe. Du musst aber zum Glück nicht um die Welt reisen, um davon profitieren zu können. Ich bringe dir dieses seit Jahrtausenden bestehende Wissen in dein Wohnzimmer. Wenn du also nicht mehr einfach nur irgendwelche Übungen absolvieren möchtest, sondern wirklich eine tiefe Verbindung zu dir selbst aufbauen möchtest, klick jetzt auf den Button unter diesem Video. Oder wenn du wirklich alles lernen möchtest, was ich zu bieten habe, kannst du für nur 29 Euro im Monat Mitglied in Freyas Studio werden. Nach einem Einführungsmonat, wo ich dir die Grundlagen zu Yoga, Tanz und Stretching zeige, hast du danach im Studio Zugriff auf alle meine Online-Kurse, natürlich inklusive Flow mit Freya. Deine Mitgliedschaft in Freyas Studio kannst du natürlich monatlich beenden, falls es doch nichts für dich sein sollte. Für den Kurs bekommst du natürlich, wie auf alle meine Online-Kurse, eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also falls dir der Kurs doch nicht gefallen sollte, musst du nur eine Mail an support@freya-bewegen.de schreiben und du bekommst sofort dein ganzes Geld zurückerstattet. Hast du noch Fragen? Wie funktioniert dieser Kurs jetzt genau? Du bekommst in meinem exklusiven Mitgliederbereich jede Woche 4 neue Videos freigeschaltet. Die Reihenfolge der Videos habe ich dir vorgegeben. Wann du die Videos machen möchtest, kannst du entscheiden, wie es in deinen Alltag passt. Brauche ich Vorkenntnisse? Nein, dieser Kurs ist absolut für Einsteiger geeignet. Ich zeige in allen Flows verschiedene Schwierigkeitsstufen und auch Fortgeschrittene können wegen der Vielfalt des Wissens im Kurs noch jede Menge mitnehmen. Wie bekomme ich den Zugang? Nachdem du dich angemeldet hast, bekommst du die Zugangsdaten per E-Mail und kannst dich dann sofort anmelden und direkt noch heute mit dem ersten Video starten. Was ist, wenn ich den Kurs aus irgendwelchen Gründen doch nicht nutzen kann? Gar kein Problem, auf alle meine Kurse gibt es eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also wenn du aus irgendeinem Grund den Kurs nicht nutzen kannst, schreib uns einfach nur eine Mail an support@freya-bewegen.de und wir geben dir den gesamten Betrag zurück. Du kannst dir also den Kurs erstmal in Ruhe anschauen und wenn es doch nichts für dich ist, bekommst du dein Geld wieder. Jetzt musst du dich entscheiden. Willst du dich wirklich freier bewegen?